Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir sind hier gerade dabei, das Küstenland zu komplettieren. Und ich glaube, ich habe Captain Toad noch nicht. Zumindest habe ich jetzt nicht den Mond dazu gefunden. Captain Toad befindet sich dort oben. Na gut, ich versuch's nochmal. Okay, ich hab's tatsächlich noch mit diesem Ding hier hochgeschafft. Ist tatsächlich gar nicht so schwer. Wir haben ihn noch nicht. Ich wollte ganz hoch hinaus. Hier habe ich einen Powermond für dich. Okay. Gut gemacht, Captain Toad. Ja, wie du runterkommst, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich dein Feuer ausmache. Wusste ich nicht noch ein Mond gerade? Was ist denn da oben drauf? Nichts? Warum glaube ich euch das nicht? Ah doch, mir fällt gerade ein Mond ein. Genau da vorne. Ist nämlich ein Mond von der stockfinsteren Seite. Ne, von der finsteren Seite. Aber wir waren ja auf der finsteren Seite auf diesem Account nicht. Zeige ich euch dann später auf unserem Account. Damit euch das nicht verwirrt. Oder im nächsten Part mal gucken. Also dieser Hund, den müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Mir ist gerade noch ein anderer Mond eingefallen. Nämlich hatten wir mal diese Kisten hier unten gesehen. Die müssen wir, glaube ich, so anordnen wie in Super Mario 64. Und da war das, glaube ich, nicht mit der... Ja, ich weiß es. Ich habe ja auch nach vorne geworfen und nicht nach hinten. Vollidioten, ne? Ist aber auch unfair, weil ich habe doch gar nicht nach hinten geworfen. So. Jetzt werdet ihr wir wahrscheinlich wieder niemals glauben, dass ich das gewusst hätte, aber... Naja. Tippen wir uns kurz mal hierher. Einfach nur mal, um zu gucken, wie weit die Blumen sind. Und um den ersten Beachvolleyball-Mond zu holen. Weil, haben wir immer noch keinen. Den 100er-Mond, den holen wir dann zusammen mit dem Seilsprung-Mond. Das war knapp. Ja, es steht jetzt kein Rekord mehr da, ich weiß. Weil wir den Mond halt nicht gemacht haben. Und dann ist es ja klar. Beachvolleyball Champion. Okay, es sieht tatsächlich schon ganz gut aus. Die eine Pflanze könnten wir vielleicht in dem Part noch bekommen, die andere mal gucken. Ja, dann suche ich mal nach dem Monden. Habe mir jetzt schon mal zwei Monde rausgesucht. Wir jetzt erledigen. Nämlich der hier. Was die Zeiten zurückließen. Noch ein anderer.
den ich wahrscheinlich niemals gefunden hätte. Das ist eine richtig kleine Schlucht im Wasser. Ich glaube, die müsste hier unten sein. Ja, genau. Wirklich asozial versteckt. Das finde ich gut. Ach Gott. Okay. Küstenland Tic-Tac-Turnier 1. Na komm, geh rein. Ich gucke jetzt kurz, ob hier unten noch lila Coins sind. Weil man weiß ja nie. Scheint mir jetzt allerdings nicht so. Gut, bis gleich. Da uns ja noch Mond 29 fehlt, 28, nur 29 auch, aber... Wartet mal, was ist denn dieser Roboter da? Keine Ahnung. Müssen wir noch das blöde Tic-Tac-Turnier machen, wo auch immer das jetzt war. War es nicht hier unten? Ja. Tatsächlich ist es gar nicht mal so schwer. Ich sollte mich vielleicht nur nicht immer so anstellen. Na toll, und vielleicht nicht in die falsche Richtung schwimmen. Na gut, so wird das nichts. Hab halt auch richtig schlecht angefangen, das gebe ich gerne zu. So, jetzt war ich auch auf der richtigen Höhe. Küstenland Tic-Tac-Turnier 2. Da ich weiß, dass sich Mond 29 gleich hier vorne befindet, machen wir den gleich. Ich muss nur gucken, wie er funktioniert. Okay, Mond 29 ist der Hund. Wo auch immer der gerade ist. Ach da. Komm mit. Hier? Nee. Ja, natürlich ist es noch nicht hier. Kommt er hinterher? Ja, komm. Du müsst jetzt erstmal wieder ein Stück laufen. Hallo, warum kommst du nicht mit? Komm jetzt aber ja mit. Und hier müsste jetzt der Mond sein. Am Strand gefunden, guter Hund. Als nächstes machen wir gleich natürlich weiter. Denn der Typ hier die Eidechse da oben auf dem Leuchtturm redet die ganze Zeit davon, dass sie hierher fliegen wird. Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mission zurückgesetzt wird, wenn ich mich zum Leuchtturm tippe. Ich hoffe mal nicht. Wenn doch, dann schwimme ich gleich den ganzen Weg off-cam. Weil das müsst ihr euch ja nicht ansehen. So, da runter. Aber ich denke mal nicht. Das wäre ja blöd. Du hast es wirklich getan. Dein Flug war ein spektakulärer Anblick.
Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Segelflug vom Leuchtturm. 3 Monde können wir noch nicht machen. Das heißt, wir wären jetzt bei... Warte, 5 Monde können wir jetzt noch nicht haben. Das heißt, wir wären jetzt bei 66. Das heißt, noch 5 Monde. Warum 5? 2 Cooper Free Running, 2 Samen und 1 Beachvolleyball-Mod. 38 und 39 jetzt. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir Mond 49 schon haben auf unserem richtigen Account, weil das wieder mal Dingens ist. Wie nennt man das denn? Geheimpfad. Nämlich vom Bowsers Land. Ich denke mal, dass wir das haben. Aber Mond 39 nicht. Das müsste hier jetzt irgendwo sein. Genau, da vorne. Wir machen es jetzt trotzdem zur Vollständigkeit halber mit. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Wenn nicht, könnt ihr es auch nicht ändern. Weil ich mach's. Ihr könnt es ja einfach wegspulen, wenn wir den schon hatten. Tatsächlich befindet sich hier nämlich wirklich noch ein Mond. Hätte ich nicht gedacht. Blick zurück in den dunklen Tunnel. Drei lila Coins fehlen auch noch. Jetzt geben wir erstmal 40 Monde ab. Ich liebe das, wenn das so viele Monde sind. Und ich freue mich überhaupt nicht, die dann alle nachzuholen. Aber mache ich natürlich. In Bowsers Land. Lasse ich euch jetzt auch kurz drinne. Ich denke mal, wir sind wirklich bald endlich fertig. Münzen werde ich offcam farmen oder im Twitch-Stream. Mal sehen. Genau hier. Ich werde, denke ich, heute sowieso meine Balloncodes veröffentlichen. Na, aber die bringen mir ja nichts. Na, wenn nicht, dann verstecke ich einfach nochmal Monde. Nee, das war falsch. Nee, war es nicht. Doch, war es. Ja, ich denke, ich verstecke einfach nochmal neue Ballons. Und dann werde ich die heute veröffentlichen. Oder morgen. Dann könnt ihr die spielen und ich bekomme hoffentlich ein bisschen Geld. Geheimfahrt zum Blubberstrand. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir müssen jetzt nicht zurückreisen. Ach nein. Gut, gucke ich weiter nach den Monden. Diese Hinweiskunst fehlt uns auch noch. Sorry, hier noch der Mond. Und dieser Mond befindet sich gleich hier. Mit Küstenlandkunst gefunden. Na gut, bis gleich. Leider muss ich euch enttäuschen und euch sagen, dass ich euch noch mehr Monde auf diesem Account hier nicht zeigen kann. Nämlich zum Beispiel, dass Peach im Küstenland ist. Aber ich zeige euch jetzt erstmal noch den Mond hier. Strandflora Samen in der Bucht. Ein Mond kann ich euch trotzdem noch zeigen. Und dann sind wir hier auch durch. Ich zeige euch dann nur noch die lila Coins, wenn ich sie finde. Aber ich gehe mal stark davon aus,
fehlen ja jetzt nur noch drei. Dann geben wir das auch noch aus. So, hier unten befindet sich der letzte fehlende Mond für uns auf diesem Account. Dann hole ich noch die lila Coins. So, das hohe Steinregal im tiefen Meer. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Aber war doch wieder schön. Ich gucke einfach mal nach, wie viel Zeit. Gut, ich denke, da muss ich jetzt nicht lange überlegen. Ich denke mal, das sind die auf jeden Fall, die fehlen. Nämlich da unten drinnen sind noch mehr lila Coins, nicht nur drei. Aber auch nicht schlimm. Wir schwimmen da jetzt einfach hin und dann ist alles gut. Nämlich nicht nur diese hier befinden sich hier, sondern noch drei weitere. Genau, da oben. Gleich sehen wir auch endlich mal wieder unseren Account. Wie wir da im Küstenland überhaupt standen, habe ich gar keine Ahnung mehr. Ach, da ist doch der Schub. Aber ich denke, ich werde gleich mal die Zeit vordrehen, damit wir noch den Mond sehen. Also ich hoffe, ihr wisst, welchen Mond ich meine. Ja, komm, ziehen wir jetzt noch mal kurz an. Damit haben wir hier auch endlich alles gekauft. Freut mich. Juhu! Das war falsch. Was wollte ich jetzt machen? Achso, die Zeit vordrehen, bis gleich. Wartet. Ja, egal. So, jetzt ist es 19.49 Uhr. Ich denke mal, das hat ausgereicht. Ist einiges an Zeit vergangen. Um die 4 Stunden. Stelle ich aber gleich wieder um. Auf Deutschland, also Berlin. Und ja, das Ding ist gewachsen. Hallo? Okay, der ist tatsächlich etwas schwerer zu erreichen. Okay. Gut, dann switchen wir gleich nochmal auf unseren richtigen Account. Und dann zeige ich euch noch ein paar Monde. Also einen, glaube ich. Ja, einen. Aber jetzt geben wir noch die Monde ab, damit ihr das auch gesehen habt, falls euch das unbedingt interessiert. Und dann switche ich kurz. Ab zurück ins Küstenland, nach so langer Zeit, bei uns auf dem Account. Werde ich dann wahrscheinlich gleich jetzt alles nachholen. Da müssten wir, glaube ich, sogar schon jetzt bei 700 Monden stehen, wenn wir das gleich alles dazugefügt haben. Ja, der Mondquader leuchtet immer noch. Was wollte ich gerade machen? Achso, genau. Ich wollte euch noch den Mond von der finsteren Seite zeigen. Und mich dann jetzt auch schon mal bedanken an euch für eure Aufmerksamkeit mal wieder dieses Parts von Let's Play Super Mario Odyssey. Ist der Mond nicht hier? Hä, aber so hat es mir doch meine Schwester gesagt.
Wartet mal. Es geht nämlich um diese Hinweiskunst hier. Vielleicht ist es aber auch hier. Nee, hier kommt kein Mond. Dann werden wir wohl den später machen müssen. Ich weiß nicht, wo er sein soll. Ich fliege jetzt nochmal dahinter. Ich habe extra den Mondquaderblock aktiviert. Um zu gucken, ob es vielleicht daran lag. Ich denke zwar nicht, aber... Vielleicht hier ganz vorne? Ne, hier ist der Mond auf gar keinen Fall. Na gut, ich bedanke mich jetzt aber wirklich hier für eure Aufmerksamkeit, dieses Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Den Mond suchen wir später. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.